Willkommen zum Video des Automagazins Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den VW Golf GTI 2025 und warum die amerikanische Version etwas weniger Leistung mitbringt als ihr europäisches Pendant. Der Golf GTI hat in Europa kürzlich ein Facelift bekommen, das unter anderem einen Leistungsschub auf 261 PS mit sich brachte. Doch in den USA bleibt es bei den bisherigen 241 PS. Warum das so ist? Wir haben bei VW nachgefragt. Laut Mark Gillies, dem Pressesprecher von Volkswagen, liegt die Entscheidung an den strengeren Abgasvorschriften in den USA. Um die zusätzlichen 20 PS des EA888-Motors auch dort anzubieten, hätte VW das Abgassystem komplett überarbeiten müssen. Ein Aufwand, den das Unternehmen nicht für gerechtfertigt hielt. Deshalb bleibt die USA-Version des GTI bei 241 PS, während Europa und andere Märkte sich über die stärkere Variante freuen dürfen. Doch damit nicht genug. Auch der Golf GTI Club Sport mit satten 296 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment wird den Sprung über den großen Teich nicht schaffen. Dieses leistungsstärkere Modell mit seiner exklusiv bauten siebenstufigen Doppelkupplungsautomatik und Frontantrieb bleibt europäischen Straßen vorbehalten. Zwar gibt es in den USA einen kleinen Trost in Form des Golf Air, der nun mit 328 PS genauso stark ist wie in Europa. Allerdings ebenfalls nur mit DSG-Getriebe erhältlich. Interessant ist auch der Blick in die Zukunft des Golf. Die aktuelle 8. Generation könnte aufgrund der EU-Pläne, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren bis 2035 zu verbieten, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer haben. Gleichzeitig wurde bereits bestätigt, dass die nächste Generation ausschließlich als Elektroauto erscheinen wird. Somit werden sich der Verbrenner-Golf und sein elektrischer Nachfolger über mehrere Jahre hinweg die Bühne teilen. In den USA bleibt das Angebot jedoch eingeschränkt. Neben dem GTI gibt es dort nur den Golf R-Varianten wie den praktischen Golf R-Variant oder günstigere Versionen mit kleineren Motoren, Diesel- oder Hybridantrieb, die in Europa noch verfügbar sind, sucht man vergeblich. Sogar die 6-Gang-Handschaltung ist für einige europäische Modelle noch zu haben, während in Amerika nur das DSG bleibt. War das Video zum VW Golf GTI 2025 informativ? Dann lass doch bitte ein Abo da und bleib immer auf dem neuesten Stand. Yeah.